Hallo, herzlich willkommen zurück zu Malocha Cedric und dem Football, ne, nicht dem Football Manager, dem We Are Football Manager. Und ja, in der heutigen Folge wollte ich mir den Kader ein bisschen im Detail angucken, um dann zu entscheiden, was für ein Fußball wollen wir überhaupt mit diesem Kader spielen. So, wir haben schon so ein bisschen überlegt oder wir haben uns ein bisschen schon auf die Raute festgelegt. Ich glaube, so unser Prunkstück ist auf jeden Fall die Verteidigung, wenn man sich das hier auch so anguckt. Gerade so Moritz Jens in der Innenverteidigung, auch unser Kapitän, sticht da natürlich komplett heraus mit seiner 7er-Wertung. Ansonsten, ich glaube, Johannes Wort ist ein ganz guter Stürmer für uns. Ja, müssen vielleicht hier im offensiven rechten Mittelfeld noch ein bisschen was rausholen, vielleicht noch einen weiteren Stürmer dazu holen. Aber wir sind jetzt auch erstmal dabei, ein paar Spieler abzugeben. Ich wollte mir jetzt aber angucken, was die Spieler genau können, wo ihre Stärken sind. So, der hat Fähigkeiten, Schusskraft ist gut, Ausdauer, Elfmeter, Kopfball, Antritt schwach. Er ist nicht gut im Kopfball. Und er technisch ist der stark. Also ich würde sagen, der ist so ein richtiger Abschlussspieler. Gustav Nilsson und Wurz Johannes ist eher nur der Torjäger. Kopfball ist dann ist er nicht so stark. Ich will mal gucken, ob man sich die Spieler irgendwie im Detail noch ein bisschen besser angucken kann. Steht Vertragssituation, ich meine aber jetzt so die Fähigkeiten. Okay, also das steht hier wirklich nicht nur so ein paar Kleinigkeiten stehen hier scheinbar drin. Okay, da müssen wir mal so ein bisschen durchgucken, was sie alles können. Okay, wir haben Schusskraft. Ausdauer, Elfmeter, Kopfball, schusstechnisch, Antritt ist er nicht. Gibt es ja auch was zur Größe des Spielers? Kann man die hier irgendwo nachvollziehen? 1,96, Riesentyp, der auch noch gut arbeitet. Okay. Und Wurz Johannes, wie groß ist der? 1,82. Gilt als großes Talent. So, was kann er? Lange Pässe, Technik, Übersicht, Ausdauer. Technik, Volleys, Ausdauer, Schnelligkeit. Mir fällt gerade auf, wir haben echt einen langsamen Kader. Viele haben Schwierigkeiten mit Schnelligkeit, aber auch so Ausdauer im Antritt. Den wollten wir abgeben. Okay, er ist stark im Antritt, Schnelligkeit. Können wir über außen gut bringen. Er ist auch re relativ schnell, hat ein gutes Dribbling. Schnelligkeit mal 2 Antritt. Sehr schnell, Mijatovic. Dribbling, Schnelligkeit. Antritt, Schnelligkeit. Ballgewinne. Stellungsspiel, Aufbauspiel, Ballgewinne. Technik. Sehr starker Verteidiger.
Über Außen haben wir Schnelligkeit hier auch. Über Außen haben wir überall Schnelligkeit. Sowohl hier auf den linke, rechte Mittelfeld als auch über rechte und linke Verteidiger. Okay. Flexer 1 gegen 1 war. Abwurf ist der schwach. Gegen 1 ist der schwach. Ein ähnlichen Niveau, die zwei. So, gegnerischen Kader anschauen. Viel besser sind die jetzt auch nicht. Okay. Fähigkeiten, was kann man hier noch gucken? Fitness. Charakter. Anführer, Analytiker, Künstler. Eingespieltheit, wenig Motivation, Künstlerindex. Uhadus, den kennt man doch. Ah, MSV Duisburg. Stoppelkamp. Was ist denn das? Auch dritte Liga? Doch, die sind schon ein bisschen stärker als wir. Die haben auch ihre Schwachpunkte, gerade in der Verteidigung. Vielleicht können wir da gefährlich werden. Wenn ich jetzt hier drauf drücke, springt der dann zurück? Ja. Okay, so. Ah, cool, man kann so machen. Taktik ändern. Okay, Pressing genau einmal pro Halbzeit. Gegenpressing regelmäßig. Ich glaube, Gegenpressing, ich will nicht auf Gegenpressing spielen. Zielgerichtet, Variable. Warte ich als Überraschung. Besondere Ecken. Und mehr Flügelspiel machen. Offensiv mit langen Bällen. Wir sind am besten defensiv mit langen Bällen. Wir haben ja auch einen großgewachsenen Stürmer, das könnte man spielen. Gesichertes, ruhiges Aufbauspiel. Das würde ich eher spielen mit unserem Kader. Okay. Zweite Mannschaft haben wir nicht. Jugend. Ist nix dabei für die erste.
Brauchen wir jetzt erstmal nichts mehr. Wir später rein. Mir scheinbar schon die ganzen Sponsoring-Verträge gemacht. Immer. Sponsor haben wir. Das haben wir. Okay, gehen wir mal weiter. So. Deadline Day in 10 Tagen. Das heißt, wenn wir Spieler holen wollen, dann sollten wir das machen. Machen wir das mal. Wir mal hier auf 6. Komm, nehmen wir. Noch Fechner. Da haben wir auch ein bisschen Budget. Jetzt für die für die Transferphase spätestens im Winter können wir ja dann zulegen. Kaiser Chiefs. Benedikt Hollerbach. Mein Termin. Denn für den Marktwert überhaupt? Nummer 1 ist ein gutes Angebot. Wir hier auch mal auf 1,9. Okay, sag unterschreiben. Marktwert auf jeden Fall ein bisschen weniger als jetzt Marktwert. Wieso haben wir jetzt ein anderes Spielsystem? Das will ich gar nicht spielen.
will die nicht so haben. Defensives Mittelfeld. Haben wir irgendeinen starken Spieler auf der Bank? Auf jeden Fall noch einen rechten Verteidiger. Okay, wollen wir uns dann nach dem Spiel um und würde sagen, dann gehen wir schon mal rein. Ich habe doch alles schon gehabt. Okay. Rein. So, ich bin mal gespannt. Erstes Spiel. Das gucken wir uns noch an. Gegen MSV Duisburg. Vielleicht so die etwas stärkere Mannschaft. Aber bisher nicht viel los. Ja, jetzt Duisburg auf jeden Fall mit einem höheren Expected Goals Wert von 1,2. Wir haben bisher noch gar keine Chance gehabt. Aber so, weiter geht's. Und da gehen wir 2:0 in Führung. So, und da mache ich jetzt mal Pause und werde auswechseln. So, sehr, sehr stark. Hier, Kurt hat eine gelbe. Da tue ich Hafershofer rein.
So, wir gehen nochmal auf Auswechseln. Wir haben die 92. Minute. Spiel ist vorbei. 2-0 gewonnen. Wir starten hier mit einem Erfolgserlebnis rein. Die Mannschaft hier so ein bisschen stabilisiert. Wichtig auch zu null auswärts in Duisburg bei einem etwas stärkeren Gegner. Sehr, sehr wichtige 3 Punkte, die wir hier holen. Und ihr seht, wir haben auf dem 19. Platz übernommen und konnten uns jetzt raus aus dem Tabellenkeller befreien, also konnten die Abstiegsplätze verlassen. Eintracht Braunschweig übrigens, die wir auch hätten übernehmen können, mittlerweile schon mal 6 Punkten, also vielleicht wären wir da besser aufgehoben gewesen. Aber auf der anderen Seite, ja, wir sind gut reingestartet und ja. Es ist ein sehr, sehr guter Start. Ich würde sagen, ja, nehmen wir das mit in die nächste Folge rein und dann sehen wir uns ja beim nächsten Mal wieder. Ciao.